Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So. Ja, wir sind ja jetzt hier eigentlich und wollen den Scannerraum hier in der Nähe platzieren. Aber ganz ehrlich, die Stelle gefällt mir nicht so wirklich, denn wenn ich jetzt hier mal nach oben gucke, naja. Ich hätte so ein bisschen Schiss, dass er jetzt hier jederzeit runterkommt. Und das wäre jetzt hier nicht so sicher. Deswegen gehen wir hier einfach mal noch ein Stück tiefer. Würde ich meinen. So hier im Baugefilde hier. Das dürfte eigentlich passen. Jetzt haben wir hier zwar noch einen, den können wir mal kurz bewusstlos rammen. Der Schub ist doch ein bisschen kräftiger. Und dann würde ich sagen, dass wir hier unten uns dann versuchen aufzubauen. Ich hoffe mal... Oh, ey, ich bin einfach viel zu lang. So. Also bis jetzt kommt er nicht runter oder so. Er sitzt da oben noch. Ich hoffe, er bleibt auch da oben. So, dann wollen wir jetzt erstmal gucken. Wir brauchen Mehrzweckraum und Co. Eigentlich schon andere Fische? Nö. Ja. Das hört sich halt... Ach doch, wir haben einen anderen Fisch. Ich sehe nicht. Wo ist er denn? Also jetzt ganz, ganz oben. Okay. Gut. Gunst der Stunde nutzen. Einmal Räumchen hin. So, und dann noch schon mal hier irgendwie gucken, dass wir den hier irgendwie positioniert kriegen. Ja, so. Wir auch schon mal anbauen hier. Den Rest müssen wir uns gleich holen. Dann können wir noch mal gucken, dass wir die Luke irgendwie hier hinten dran kriegen. Gut, hängt auch schon mal. Hört sich gefährlich an. Wo ist er? Immer noch ganz oben. Okay. So, wir brauchen jetzt noch Kupfer. Achso, falscher Raum. Lass mich durch. So, hier haben wir jetzt nur noch Titan drin. Ja, auch nur Titan. Brauchen wir denn das Kupfer? Hier, zwei Kupfer, ein Gold, eine Koralle. So, den Schmierstoff, den habe ich noch bei. Kabelsatz habe ich auch bei. Ich hoffe, noch genug Titan drin. Und dann einmal gucken, sollte ich schnell fertig kriegen. Ich sehe da einen riesigen Schatten auf dem Boden. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Ja, du kriegst ja gleich deine Energie. So, einmal hier alles draufgestellt. Und dann wollen wir eigentlich erstmal Pflanzen hier. Jetzt habe ich ja zu wenig Pflanzen bei. Ich könnte natürlich ein paar Fische opfern und sagen, okay, hey, dann haben wir hier wenigstens schon mal Notstrom. Jetzt fehlt sowieso nochmal Titan. So, einmal einsteigen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal die Fische. Nee, den Torpedofisch, den habe ich noch nicht so häufig. Dann haben wir die hier. Haben wir jetzt zwei Torpedofische drin. Dann brauchen wir noch einen Titan und... 1, 2, 3, 4 für die Scanner-Upgrades. So. Dann hier einmal Fischi rein. Und es werde Licht. So, dich setzen wir hier mal voll. Eins und zwei. Und jetzt fehlt mir die große Nuss. Und hier machen wir jetzt schon mal die Erweiterung rein. So, jetzt muss man einen kurzen Moment warten. Bis er sozusagen... Ui! Alles geupgradet hat. Ja, ja. Hier geht es ja fast auch so richtig schön tief noch runter.
So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt hier in der Nähe? Außer Wasser, hehe. Kugelpinguin-Kükenforschung. Okay, also wir sind hier eigentlich schon fast einmal rum. Schwefelkristall, wir haben hier aber keine Datenbox oder so. Magnet, Metallschrott. Ich kann hier sogar nach Ionenwürfel scannen lassen. Wo soll denn hier noch Ionenwürfel sein? Mhm. So, wir sind... Also ich denke mal, ja, wir sind ja hier unten. Das heißt, da oben ist noch ein Ionenwürfel. Okay, interessant. Ja, sonst haben wir hier eigentlich nichts Neues. Das heißt auch nichts so weit verpasst. Oder so. Jetzt würde ich aber gerne mal... Kamera. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Kamera dadurch nicht verliere. Na komm, die Kamera ist nicht so weit weg. Aha. Und zwar, das wollte ich letztes Mal schon machen, weil ich wollte mir das Ding hier nochmal angucken. So, mit der Kamera kann ja eh nichts passieren. Wenn die Kamera zerstört ist, ja gut, dann Pech gehabt, dann machen wir uns eine neue. Also hier dieses riesige Ding hier. Alter, das ist ja mal... No. Oh. Der ist aber ganz schön tief jetzt mittlerweile. Warum? Aua. Bist du denn auf einmal so tief? Ih, ist das Wickelpilz? Sind da Wickelpilze, die da drinnen wachsen? Okay. Moment, kann man da irgendwie rein? Ja, aber wie? Nee, von hier oben nicht. Das Ding sieht schon mega weird aus. Was ist da drin? Wickelpilze? Oder müssen wir den in den Mund fliegen? Das dreht sich hier alles. Hupala. Das bin nicht ich, der das jetzt hier steuert. Okay. Man kann hier sogar rein. Man kriegt hier bestimmt ordentlich Schaden oder so. Ich habe keine Ahnung, hier werde ich aber trotzdem nicht für Wickelpilz rein. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Mit meiner Kamera. Ja. Komm. So, und nochmal. Volkerajo. Ich glaube, ich werde hier gerade verdaut. Runter mit dir. Runter mit dir. Gibt's doch nicht. Ich will runter hier. Ich versuche halt, das irgendwie hier wieder rauszuschaffen, aber... Ich glaube, ich habe meine Spionkamera jetzt verloren. Passiert aber, wenn ich hier gegen gehe? Aber nicht, dass mich das Ding angreift oder so. So, ich probiere es nochmal. Voll Karacho. Ne, ich komme hier nicht raus. Ich glaube, dann bin ich hier auch gefangen drinne. Wie soll ich denn da reinschwimmen sonst? Es gibt doch keinen anderen Ausweg oder so. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Mal gut, dass wir nur eine Kamera geopfert haben. Das soll bestimmt nur mit Wickelpilzen locken, damit du dann hier reinschwimmst und dann gefressen wirst. Nee, die Kamera ist... Also die Kamera ist hinüber, das kann ich knicken. Die kriege ich auch nicht wieder. Ja, das war mal eine Kamera, würde ich sagen. Na gut, dann holen wir uns jetzt hier noch einmal... ganz fix die letzte Zutat. Jetzt
Ja, wollte gerade sagen hier. So, holen wir uns nochmal was zu essen. Ganz, ganz fix. Welcome aboard, Captain. Wir wollen hier nur was anbauen. So. Jetzt traue ich mich nicht raus. Egal, muss fix und schnell gehen. Ah, ja, ja, ja. So, dann machen wir jetzt hier nochmal quasi die Kamera einmal deaktivieren. Die Kameradrohne. Ja, c'est la vie Kameradrohne. Und wir haben ja hier eigentlich alles. Hört ihn halt irgendwo hier rumschwimmen, aber ich sehe ihn nicht. Gut. Das heißt, ah, halt, da fehlt hier noch was. Ich muss doch nochmal aussteigen. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Signalboje. Wir müssen leider noch einmal raus hier. So, nicht Boje 7, machen wir jetzt mal. Was hatten wir jetzt? A, B und C? Müsste es jetzt D sein, ne? Na komm, machen wir mal ein großes D. Kurz schauen. A, B, D? Ne, das müsste C sein. So. C. Ne, machst du ein großes C? Böse Tastatur. So. Oh, wenn ich den Angriffsschrei mal höre, dann werde ich nervös. Ich dann immer denke, dass er mich jetzt gleich angreift. Okay. So, jetzt können wir das erstmal umändern hier. Wo haben wir es? Kamera? Nee. Da ist C. Das heißt, das wird einmal grün gemacht. Das lassen wir auch mal einmal aktiviert. Dann haben wir eine Entfernungseinschätzung. Und dann gucken wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen um. Nicht Torpedofisch. Weiß auch nicht, ob der jetzt uns jetzt was Böses tut, wenn wir jetzt hier einfach nur dran vorbeisüllen. Oh, es war ja auch mit der Kamera. Na gut, Kameradrohne kann man ja nicht vergleichen. Kann man ja echt nicht vergleichen. Aber sonst schön haben sie es hier. Und ich sammle jetzt hier die ganze Zeit Fische ein. Ach, das ist noch so ein Riesending. Tut mir leid. Flupp. Ja, wenigstens mal umgeguckt haben. Ich glaube, der steht wieder auf was Heißem. Der knurrt irgendwie so komisch. So, wie weit sind wir jetzt schon weg? 300 Meter? Oh, könnten wir hier hinten nochmal ein bisschen in die Richtung düsen? Mhm. Du, ich schock euch gleich hier. Wir wollen hier nur ein bisschen Sightseeing noch machen. Bevor wir uns dem Erbauer stellen. Das sieht hier schon wieder recht tief aus und kartenrandmäßig. Das sieht nach Kartenrand aus. Hoppala. Aber ein Stück zurückgesetzt hier. Sorry. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Fische umfahre. So, aber so kriegen wir keine 500 Meter von dem hin. Überleg's dir. Ich habe Energie an Mass bei.
So. Kommen wir jetzt hier mal rauf. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich auch mit den Augenquallen wieder hier ins Gebiet kommen. Dann haben wir die Karte eigentlich schon recht gut kartografiert. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Scanner C, 301, ja, können noch ein Stück. Ja, hier hinten kommen wir jetzt ins magische Gebiet. Das ist aber auch die Sache. Ich glaube nicht, dass wir hier auch noch irgendwas finden werden. Weil der andere Scannerraum, der guckt ja auch schon hier teilweise mit rein. Das heißt, wir bleiben jetzt hier mal fast am Kartenrand. Scanner C. Ich entferne mich halt fast gar nicht von dem. Gut, geben wir mal richtig Stoff hier. Na, jetzt sind wir 500 Meter weit weg. Ich hoffe nur, dass das auch passt. Ah, hier ist ja, jetzt kommt hier schon das Land. Das heißt, ich würde sagen, ja, hier könnten wir anfangen zu bauen. Ich hoffe, dass es halt nur nicht so stressig wird hier. So, trinken wir uns erstmal zum Wohle. Dann kriege ich gleich nochmal, aber... Ach nee, Fisch ist gerade hier reingeschwommen. Ich hoffe, die Quallen lassen mich jetzt hier auch so ein bisschen in Ruhe. So, jetzt brauchen wir nur noch die letzten Ressourcen einmal mitzunehmen, die wir jetzt hier noch drin haben. Nein, das können wir auch gleich später mitnehmen. Nein, nein. Ich will die Dinger immer nicht umbenennen. Das sind meine Müllkisten. Meine Transportkisten. So, jetzt haben wir hier alles draußen. Kriege ich den noch mit? Ja. Fast perfekt. So, jetzt müssen wir hier aber nochmal einmal auswechseln. Jetzt müssen wir uns mit dem Bauen ein bisschen beeilen. Weil ich habe die starke Vermutung, dass sie ganz schnell näher kommen werden. Diese Quallen. So, Scannerräumche. Na? Also gesehen hat er mich schon. So, schnell nochmal die Luke. Dann wollen wir hoffen, ob das jetzt klappt. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja, ich habe ja noch genug Sauerstoff. Ich muss nur mal kurz hier einmal einen finden. Dann können wir auch schon die drei Kästen hier hinten reinstellen. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und da können wir auch eigentlich hier schon zack, zack und zack. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles soweit gebaut. Jetzt muss ich nur noch die Scanner-Erweiterung-Dinger rein. Nehmen wir uns auch ein paar Fische mit. War ja eigentlich doch keine schlechte Idee, das Aquarium mitzunehmen. Gibt uns Schnellstart Saft. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch mal ein paar. Die kommen halt richtig nah, ne? Die sind halt richtig aufdringlich, die Dudes. Ich weiß nicht, ob sie dem Spieler auch schaden. Aber, na gut. So, jetzt schmeißen wir erstmal Energie an. Kann uns jetzt auch egal sein. Dann. Und einmal kurz warten. Das sieht hier wirklich aus wie Kartenende. Oh ja, aber sowas von Kartenende. Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass wir hier jetzt noch irgendwo was sehen oder finden. Wir haben jetzt hier natürlich noch Fragmente, Kreatureneier, aber wir waren ja in sämtlichen Gebieten und haben sämtliche Fragmente soweit meines Wissens hoffentlich geholt. Heißes Gebiet, ne,
gibt es halt nichts Interessantes mehr. Aber sollten wir wirklich mal jetzt nochmal irgendwie was brauchen, haben wir halt die verschiedenen Scannerräume an Bord. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Scannernetzwerk steht. So. Einmal jetzt hier wieder drunter. Zack. Nee, Notversorgungslager bist du nicht. So, und jetzt können wir das große D machen. Und ja, noch irgendwas scannen brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Jetzt will ich aber mal was ausprobieren. Bin mutig geworden. Ne, gescannt hatten wir euch ja schon. Also an und für sich seid ihr ja... Das sieht halt immer so aus, als wenn die aggressiv sind. Weiß nicht. Gruselig. Gruselig. Aber im Endeffekt stören die, glaube ich, nur. Oder sollten nur stören. Ja, das passt so. Dann können wir uns jetzt... Haben wir hier noch andere Fische drin? Nee, dann machen wir uns mal was zu essen. Das Ding ist wirklich sehr praktisch jetzt. So. Oh. Schneeflaumenblatt und Feuerschote macht einen pikanten Obstsalat. Okay, müssen wir uns auf jeden Fall auch mal machen. Hört sich lustig an. Ja, Scannerraum D ist jetzt auch einsatzbereit, falls wir ihn brauchen. Glaube ich jetzt nicht. Also ich denke mal, jetzt wird das sich auch eher zum Ende neigen. Es sei denn, ich werde jetzt noch ein bisschen überrascht. Aber gucken wir mal. So, einmal jetzt noch die Heimreise antreten. In Vollspeed-Modus. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Rest jetzt aussehen wird. Also wie gesagt, müssten wir eigentlich nur noch den Erbauerkörper machen. Das, was ich machen wollte, haben wir gemacht. Den Obstsalat würde ich halt nochmal machen wollen. Aber wie gesagt, das dürften wir eigentlich auch alles haben. Also, hätte ich mir jetzt die Fische gekocht, hätte ich das sogar noch nicht mal gesehen. Aber vielleicht einfach mal eine nahrhafte Mahlzeit nehmen, bevor wir dann halt losdüsen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, dann gucken wir mal, dass wir auch hoffentlich jetzt noch alles für die Körperteile da haben. Aber es sah eigentlich ganz gut aus. Wir haben eigentlich von jedem Gebiet immer gut was mitgenommen. Ein bisschen Reserven haben wir auch noch da. Das heißt, wir könnten gucken, dass wir dann den Körper in der nächsten Folge bauen gehen. Aber da werde ich nicht so eine lange Seebahn mitnehmen. Beim besten Willen nicht. Also war jetzt mal cool, mit so einem extrem langen Zug durch die Gegend zu tuckern, aber da wäre doch cooler, wenn wir dann mit ein bisschen weniger durch die Gegend tuckern können. Weil erst kam mir das so ein bisschen schnell vor, aber mittlerweile doch, es ist schon ein bisschen langsamer. Das Gefühl kann trügen, aber es fühlt sich langsamer an. Was natürlich auch logisch ist, ne? Ziehe ja jetzt hier auch meine 5 Waggons durch die Gegend. Aber mal gucken. Vielleicht nehmen wir auch nur das Fabrikatorteil mit. Abwarten, Tee trinken. Weiß gar nicht, ob wir Chroma jetzt wirklich mitnehmen müssten. Mach ich mir gleich nochmal einen Kopf drum. So. Zumal ich müsste den sowieso gleich nochmal leer räumen. Vor der letzten Sache haben wir nämlich noch ordentlich Ressourcen drin. Vor allen Dingen Titan. Ah, zu Hause ist es doch am schönsten. So, einmal kurz einparken. Gut.
Dann würde ich auch sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.